Ja gut, jetzt haben wir nur zwei Fähigkeiten drin, aber das ist auch nicht so schlimm. Bleiben die dann auch dauerhaft, die Rezepte? Fähigkeit in UI zuweisen. Das ist jetzt nicht gemacht. Okay, passt. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht, ne? Das kann man natürlich dann auch machen. Lernst du vor alle Rezepte, was eben Reset, dann hast du die Fähigkeiten immer noch drin. Ist natürlich auch eine gute Idee. Falsche Taste. Ich muss die gleich nochmal umsetzen, die Fähigkeit. Ich habe die falsch belegt. Deswegen hasse ich Ballonbogen einfach so sehr. Ja, dafür muss ich erstmal dazu kommen. Oh nö, da kommen jetzt noch mehr Viecher von hinten. Was soll denn der Kram? Dann switche ich mal eben auf die Chakrams. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich die nämlich falsch belegt habe, gerade die Fähigkeiten. Warum kann ich das nicht hier? Ja, das ist das Aktive. Das Aktive will ich. Ja, genau, ich hatte es mir genau andersrum gemacht. Bin ich gerade ein wenig überfordert. Ah, jetzt läuft der auch noch weg. So. Jetzt muss ich es nochmal machen. So, lass mich mal kurz gucken. Das will ich auf I-Taste. Das, was ich jetzt nicht aktiv brauche, will ich auf die andere Taste.
Jetzt Arschen spielen? Ja, ich sehe es schon. Das Spiel will mich schon wieder mobben. Jetzt hat er schon wieder falsch rum gemacht. Ach ne, jetzt hat, ist egal, jetzt ist es richtig. Ah, leicht verwirrt gerade. So. Das war aber nicht den, den wir töten müssen. Das war ein anderer. Der andere ist, der ist da oben. Wenn wir aber gleich nochmal vorher speichern nimmt. Ah, wir haben unser Schicksal. Das könnte uns jetzt, glaube ich, einen Vorteil verschaffen. Ey, die haben es aber echt gut gemacht vom Stun, ja. Sehr interessant, das mit seinem komischen Kopf da. Natürlich, einen habe ich vergessen. Ist es. Ich kann den noch Wut machen. Na, ich will auch nur in die Stadt zurück hier. Hallo. Eure Feinde sollten euch nicht unterschätzen. Es ist nicht leicht, ein so gefährliches Monster zu besiegen. Bitte nehmt diese Belohnung. Mein Herz ist nun nicht mehr mit Furcht erfüllt, wenn ich den Siede betrete. Ich hätte nicht überlebt, wenn er mich nicht gefunden hätte. Er war überaus freundlich zu mir, während ich mich erholte. Es gab einmal eine Zeit, da war ganz Dalentar so, wie der Siede heute ist. Ursprünglich, alt, wissend. Es ist ein Ort der Feienmagie, wild und unsterblich. Seid vorsichtig in seinen Tiefen. Die Natur kann trotz ihrer Schönheit sehr grausam sein. Unterhalter, Zigeuner, Diebe. Sie gehen, wohin sie wollen und nehmen unterwegs meist alles mit, was ihnen gefällt. Aber ich nehme an, das wisst ihr alles bereits, oder nicht? Keine Sorge, ich verrate es niemandem. Meine Mutter war auch eine Reisende. Dadurch lernt man sie zu erkennen. Ich fühle mich immer noch schwach. Aber dank euch und Ahaus geht es mir schon besser. Ich kam in den Siede, um meinen Vater zu suchen, der seit einiger Zeit vermisst wird. Ich dachte, er sei vielleicht hier, weil er von den Feinhöhlen von Dalentat geradezu besessen ist. Ahaus war so freundlich, mir für die Zeit meiner Suche Unterkunft zu gewähren. Er ist ein überaus interessanter Varani. Er ist eher ruhig, aber wenn man ihn zum Reden bringt, hat er einen entwaffnenden Sinn für Humor. In der Herberge überlässt er Ahaus das Heft. Aber wenn es in den Siede geht, übernimmt Sitrik die Führung. Leb wohl. Ja, das sind so Sachen, da kann man sich drüber streiten. Das ist genauso wie Negerkussbrötchen. Hat früher keinen Arsch interessiert, heute kriegen sie alle drum. Dann müssen wir alle woanders hin. Aber welche machen wir denn jetzt?
nur Sammelsachen, Artefakt beschaffen. Ich auch. Ich bin auch keiner, der gendert. Da bin ich kein Freund von. Weil jeder selber wissen, bei mir gibt's sowas nicht. Also ich mache es nicht. Wenn es jemand machen möchte, kann das gerne tun. Ich tue es nicht. Ich habe noch einen Punkt verfügbar. Warum kann ich den nicht... Ah, hier muss Stufe 16 sein. Das habe ich nicht gelesen. Oh, Hirn. Hirn hat dort keinen Bock. So, wir haben jetzt 3 Punkte zur Verfügung. Ich guck gerade, wir könnten den Bogen noch ein bisschen skillen. Dann hätten wir mehr Damage. Wir könnten aber auch das Ganze einmal verteilen. Komme ich aber noch nicht dran, ne? Ne. Wie brauche ich denn dafür? 35. Ja, komm, dann machen wir den Bogen voll. Ja, das ist halt so, ne? Manchmal zeigen die Menschen echt recht spät erst ihr wahres Ich oder wahres Gesicht. Also mein damaliger Chef, würde ich jetzt heutzutage auch sagen, dass er einer ist. Er hat es besonders mit den Leuten aus Russland ganz gerne. Die konnte er überhaupt nicht leiden. Irium treffen, was haben wir denn sonst noch so? Habe ich jetzt hier keine Quest? Doch, ich habe da hinten noch eine Mission. Und hier oben hatte ich, glaube ich, auch noch eine, ne? Vor allem, ich habe das mit dem Wald noch gar nicht gefunden. Was sind das hier hinten? Ach, das ist mit dem Pier reinigen. Kann ich da hinten rüberreisen? Ja. Also ich habe mir meinen aktuellen Boss, mit dem habe ich nichts zu tun, weil den sehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, mein damaliger Chef, wo ich meine Lehre gemacht habe, da würde ich definitiv sagen, der war auch so der Mahnung. Pfeile. Die Braut des Fischers. Ah, okay. Da sind wir ja gerade zugange. Ach nee, warte mal, ich wollte in die andere Richtung. Ich wollte da hinten hoch. Ach, er steht da und chillt da wieder rum. Och, nicht schon wieder. Müsst ihr jetzt respawnen? Das gab jetzt nicht wirklich viel EP. Aber hier müsste das, glaube ich, sein mit dem Wald, was du vorhin gesagt hast. Ich
Haben wir die ganzen Tränke verballert? Also war schon eine Menge. Ich meine, das müsste doch die Stadt hier sein, ne? Seidennetze, das ist die bestimmt. Ach, dann kommt bestimmt auch wieder ein Bossfight, hundertprozentig. Lebt ihr überhaupt noch hier, ihr zwei? Ihr solltet doch längst down sein. So, jetzt kann ich auch lesen. Oh Mann, da müsst ihr aber echt einen komischen Boss haben. Also. Muss ja einen Grund haben, wenn so viele Leute, sage ich jetzt mal, kündigen. Wenn die Leute ja nicht ohne Grund tun. Wenn 50% der Belegschaft schon kündigt und dann nicht arbeiten kommt, dann muss es ja schon echt guten Grund haben. Ja, dann ist das wahrscheinlich so einer, der andere gerne arbeiten lässt, am besten noch Überstunden machen lässt, dafür nicht zahlt und die ganze Kohle sich in die Tasche steckt und sich ein schönes Leben macht. Das kenne ich nämlich ja noch von meinem alten Chef aus Lehre. Wir haben damals Kurzarbeit gehabt. Das war zu der Zeit, wo wir Abwrackprämie hatten. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass mein Lebensbalken so weit runter ist. Hat sich schöne, teure Modellautos bestellt. So für 400, 500 Euro. Und wir haben halt weniger Geld gekriegt. Spinner visieren. Ich brauche Pfeile. Ist eigentlich eine Fähigkeit, dass die auch nachspawnen, die Pfeile? Ja, Pfeile gleichzeitig. Schön, wenn die schneller spawnen würden. Kapazität eines Köchers, das ist auch nicht schlecht. Ja, warum habe ich das denn nicht mitgenommen? Ach, schade. Hätten wir mal besser gemacht. Ach, die Chefs wollen immer 100%, die wollen auch immer mehr.
nie sehen, dass du irgendwo fünf den Minuten Göttern stehst, Kaffee trinkst, wollen sie dann trotzdem mehr haben. Sagt, seid ihr aus Gorhard oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt, indem sie das Gespinst aus dem Wald holen, damit wir es dann weiterverarbeiten können. Die meisten von ihnen haben die ersten Angriffe der Spinnen nicht überlebt. Der alte Wald ist die Heimat unzähliger Spinnen. Er soll sich einmal von hier bis Oderath erstreckt haben. Der Legende nach gab es sogar einen furchtbaren, Witwe genannten Geist, der über die Spinnen herrschte. Aber das ist ein Ammenmärchen. Ich tue mein Bestes, um dieses Dorf zu retten. Das seht ihr gewiss. Der Ort wurde für jene gebaut, die ihren Lebensunterhalt mit dem Ernten von Seide im Netzwald verdienen. Das ist zwar gefährlich, aber wir waren durch Magie und die Brücken geschützt. Leider hat sich das geändert. Und wir haben weder genug Männer noch Verteidigungsanlagen, um ewig durchzuhalten. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Jolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Barton. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Gut. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Er ist zu neu in unserem Dorf, um sich schon für seine Verteidigung geopfert zu haben. Aber ich fürchte, es könnte zu spät sein, ihn zu retten. Sie sind seltsame, entrückte Geschöpfe. Kein Sinn für sich selbst oder dafür, wie andere sie wahrnehmen. Sie sind einfach zu sehr in ihrem eigenen Wesen gefangen. Weidmanns Heil! So, haben wir hier nicht auch noch einen Lehrer? Nö. So, wo wollt ihr jetzt mit uns reden? Fasst euch kurz. Ich habe zwar... Du arbeitest doch gar nicht. Hallo. Dann bleibt ihr jetzt mal stehen, oder nicht? Treffen wir uns vor dem... Es sei denn, habt ihr Kunde von Barton? Habt ihr ihn, gefunden? Weidmanns Heil! Ja, jetzt muss ich warten, bis der fertig ist. Unterhalten wir uns. Kanarok blickt zu mir als Anführer auf. Und ich übernehme die Aufgabe gern. Doch wenn Barton zurückkehrt, hat all das ein Ende. Lasst es mich so sagen. Es ist gut, dass er tot ist. Versteht ihr? Er ist ein sturer und abergläubischer Narr. Er würde die ganze Stadt Schatten jagen lassen, anstatt Reichtümer zu ernten. Barton hat schon Schlimmeres überlebt. Ich will Gewissheit, dass er mir meinen neuen Status nicht raubt. Hier ist also mein Vorschlag. Stellt sicher, dass Barton tot ist. Egal wie. Ich bezahle euch gut für eure Hilfe. Im Gegensatz zu Barton kenne ich meine Pflichten als Anführer. Weidmanns Heil! Können wir die direkt verfolgen? Barton finden... Oh, ist ja gleich hier um die Ecke, das geht ja noch. Das geht ja noch. So, was haben wir da? Da kommen. Warum muss ich denn da rein? Ach, die Bücher. Bücher und eine neue Quest kriegen wir auch noch.
aber nicht das Buch. Auch nicht haben. Ist die wahrscheinlich oben. Ja. Da ist sie. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Ach, guck mal, der Alchemistin, ja, ist ja noch besser. Das heißt, wenn ich die lerne, bleiben die dann dauerhaft eigentlich, ne? Ich nehme die mal mit. Oh, Investor. Selbst das wundervolle Dalentat hat seine dunklen Orte. Da uns die Seide dieser Spinnen jedoch überall gutes Geld einbringt, bleiben wir. In letzter Zeit sind die Winde aus dem Wald allerdings dunkler geworden. Und die Luft ist dicker. Und jetzt werden wir von den Spinnen belagert. Es ist, als wäre die Hexe letztlich doch gekommen. Mein geliebter Gemahl, ich weiß, er hält sich für nutzlos, aber der Gute war mir immer eine unverzichtbare Hilfe, um dieses Dorf mit Heiltränken und Gegengiften versorgen zu können. Er ist ein eifriger Mann, begierig darauf, uns alle nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. Aber wer weiß, wie lange das Dorf mit einem solchen Anführer durchhalten kann. Es ist eine sehr alte Geschichte. Meine Großmutter hat sie mir immer erzählt, als ich noch jung war. Sie sollte die Kinder vom Netzwald fernhalten. Man erzählt sich, die Witwe hätte sich das Herz rausgerissen, als sie sich zum ersten Mal verliebte. Und ihre Spinnen würden allen, die sich in ihren Wald wagten, ebenfalls das Herz rausreißen. Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Sichere Reisen. Wow, ob wir die heute noch treffen werden. Warte mal, die hatte doch unten die Alchemie, ne? Das suche ich gerade gar nicht. Wir könnten ja auch die Kräuter sammeln und einfach die Dinger herstellen. Aber wo ist das denn jetzt mit den Rezepten? Hab ich doch... Da ist das jetzt direkt... Ach, das sind die Sachen direkt. Ah, okay. Boah, ich habe keine Alchemie geskillt. Warte mal, habe ich da Fähigkeiten drin? Techniken. Nein, das war es auch nicht. Lente, ne, habe ich nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss da runter. Sieht das aus mit der Rüstung gerade? Ich mal weg. Ich bin mal mit dem Schmied auch mal im Besuch abstatten. Oh, 46. Sogar besser als die wir haben. Ja, nehmen wir mal durch. Ne, die behalten wir mal schön. Thank you.
die jetzt nicht auch noch zerlegen? Ne, die kann ich zerlegen, aber alles andere nicht. Wo sind sie denn jetzt hier? Noch eine Quest. Fremder? Ich habe gehört, ihr hättet keine Angst, den Netzwald zu durchqueren. Was würde ich nicht darum geben, wie ihr zu sein und diesen Ort zu verlassen? Ich habe mein Zuhause schon seit Wochen nicht mehr gesehen und ich fürchte, dort könnte etwas Schreckliches geschehen sein. Meine Eltern haben den Wald geliebt, von ganzem Herzen. Es gab keinen Krieg, es gab keine Sorgen. Es war ein einfacheres Leben für sie. Aber sie waren nicht von hier. Sie wussten nicht, welche Gefahr drohte. Für unseren Hof, für unsere Leben. Ich stamme nicht aus Kanarok. Nicht direkt, meine Familie... Ich kam aus dem Osten. Von einem kleinen Hof am Rande des Netzwaldes. Man muss schon ein seltsamer Mann sein, um in einer solchen Situation die Führung übernehmen zu wollen. Aber wir brauchen Organisation, wenn wir das hier überleben wollen. Meine Familie ist mit der Vergangenheit des Netzwaldes nicht vertraut. Als wir vor dem Krieg geflohen sind, hatten wir keine Zeit, alten Geschichten zu lauschen. Und mehr sind sie auch nicht, Geschichten. Es gibt keinen Grund, eher an die Witwe zu glauben, als daran, dass eines Tages die Sonne vom Himmel stürzt und uns alle zermalmt. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ich kam wenige Tage vor den ersten Angriffen nach Kanarok. Und dann saß ich hier fest. Ein paar Tage später kam unser Landhelfer Kateri Jaik nach Kanarok gestolpert. Anfangs wollte er nichts über meine Eltern erzählen, doch dann sagte er, die Spinnen hätten sie erwischt. Jetzt geht er mir aus dem Weg, genau wie alle anderen auch. Irgendetwas ist auf dem Hof geschehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielen Dank. Ich werde euch alles geben, was ich besitze. Bringt mir einfach nur Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Sichere Reisen. Wie die einen immer sichere Reisen wünschen. Warte mal, bist du denn die Schmiedin? Ja, ich habe viel Schmied. Zu tun, Fremder. Wenn es also um etwas Geschäftliches geht, solltet ihr schnell machen. Die Schmiede ist heiß, falls ihr sie nutzen möchtet. Ich habe außerdem noch ein paar Gegenstände, die ich erübrigen kann. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir sie schon bald brauchen werden. Ich bin so ziemlich das Einzige, was noch verhindert, dass dieses verdammte Dorf in sich zusammenfällt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So sieht die Arbeit eines Schmiedes eben aus. Lasst das nicht meine Mutter hören. Ihr hättet euren Mund voller Salz und eure Hände voller Kalteisen, bevor ihr auch nur an der Tür wärt. Mein ganzes Leben lang war es nur eine Geschichte, die die Alten erzählten, wenn die nächtlichen Feuer beinahe erloschen waren. Aber jetzt ist sie Wirklichkeit geworden. Die Witwe ist real. Ich kann nicht behaupten, dass ich besonders viel über ihn wüsste, abgesehen von den Geschichten, die ich als Kind gehört habe. Ich verbringe die meiste Zeit im Dorf, als Handwerker. Aber es ist beinahe so, als würden die Geschichten jetzt wahr, als wäre die Hexe zurückgekehrt. Soweit ich es beurteilen kann, ist Garana ein ehrbarer Mann. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass er der Richtige für diese Aufgabe ist. Gebt auf euch Acht. Ja, ich glaube aber nicht, dass das so der Richtige dafür ist. Warte mal, wir können da oben auch mal gucken. Ach, gibt's doch nicht. Im Ernst jetzt? Ups, ich wollte eigentlich nur vergleichen. Jetzt, was habe ich denn jetzt hier mitgenommen?
Oh, jetzt kann ich mit denen nicht quatschen, weil die ich jetzt geklaut habe. Ist das euer Ernst, ey? Ich wollte doch gar nichts mitnehmen. Oh. Weil wir die dich einfach sehen, obwohl die gar nicht da sind. Okay, die sind immer noch. Weil er nach 2 Stunden im Bett und das interessiert ihn nicht. Ey, hau mich nicht. Und die eine, die haben ja gar keine Wache. Ah, doof. Ja, super. Das ist so dämlich einfach. Hallo 4, das ist der von gerade. Ach nö, wann habe ich den das letzte Mal gespeichert? Oh, das ist dämlich. Dass du überhaupt klauen kannst und dass die Leute dich überhaupt sehen können, obwohl du gar nicht da bist, das ist noch, noch wesentlich schlimmer. Ich stehe mit dem Rücken zu dir. Ich habe doch nur geguckt. Ich habe ja nicht mal. Ich wollte ja nicht mal klauen. Ja, aber selbst dann, wenn du im Rücken. Die stehen mit dem Rücken zu dir und die sehen dich? Wie? Ich wollte es ja, wie gesagt, ja nicht mal klauen. Oh, Spinne gegen Ratte. Wer gewinnt? Ich will auf die Spinne tippen. Wollte ja auch nur vergleichen, ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Ich will ja nur wissen, was da drin ist. Oh, Ratte Nummer 2 kommt mit dazu. 2 gegen 1. Was haben wir hier drin? Ich hab so das Gefühl, dass sie gar keinen Damage nimmt. Ist ja halt die Frage, die Spinne oder die Ratte? Wer von denen wird gleich drauf gehen? Also normalerweise müsste die Spinne gewinnen wegen dem Gift dort. Aber sie kommt nicht dazu anzugreifen. Oh, ist 2 gegen 1, aber es sieht schlecht aus für die Spinne. Hm. Ja, das sieht gerade schlecht aus für die Spinne. Misch mich jetzt auch nicht ein, ich warte jetzt einfach mal, bis sie fertig sind. Ja, das ist das. Ja, das Spinn hat verloren. Ja, aber die Spinne hat jetzt auch nur verloren, weil sie halt in die Ecke getrieben worden ist. Ne? Ansonsten hätte sie ja nicht verloren. Hm.
Ja, so sind Ratten normal. Hinterlistige Viecher. Deswegen ist auch Ratzfatz im Pokémon einer der gehassten Gegner. Hier waren wir doch schon drin in der Höhle. Ja, hier waren wir doch schon drin. Hier haben wir doch, das... Tagebuch gefunden. Glaube ich. Oh, es ist wieder, ja, es ist zu viel auf einmal hier mit dem Angreifen. Ja, unsere Dolche eigentlich 46, 57. Giftdrüse. Ah, diese müssen jetzt auch so erledigen, also von daher. Aber die werden auch nicht angezeigt auf der Karte. Liegt wahrscheinlich daran, dass die aus der Erde kommen. Nur noch einen vernünftigen Bogen bekommen und ein paar gute Dolche. Ne, wir müssen in die Richtung. Du hast jetzt auch mal mitbekommen, dass wir schon mal ein paar Sachen mehr dabei haben. Wo ist... Oh, genau reingesprungen. Oh, wo kommt er denn gewesen? Was tut man hier? Ich queste hier. Moment. Ein Alpha. Bei der Gnade der Witwe. Wer schickt euch? Bringt ihr Kunde aus Kannerok? Die Spinnen hausen in den Bäumen und machen aus einem eigentlich sonnigen Ort eine kranke, dunkle Ruine. Aber der Netzwald war nie mehr als ein Ärgernis. Bis jetzt, wie es scheint, wird Kannerok von dem ganzen verfluchten Wald angegriffen. Und wir verlieren. Früher konnte man hier leichtes Geld verdienen, nachdem die Feinde den Wald befriedet hatten. Doch die Lage hat sich verschlimmert. Ich wollte mir einen hübschen Ort für meinen Lebensabend suchen. Aber bevor ich mir auch nur einen Hof ansehen konnte, ging der Ärger mit den Spinnen los. Nur ich bin noch übrig. Wir wurden angegriffen, als wir die Höhle betraten. Als hätten die verfluchten Spinnen uns eine Falle gestellt. Diese Spinnen gehen strategisch vor. Sie haben eine Taktik, eine einfache zwar, aber sie reicht aus, um uns zu überwältigen. Ich glaube, jemand führt sie an. Die ganze Höhle ist voller Spuren, Fußspuren, zerrissene Netze, aber keine Leiche. Vielleicht ist es sogar die verfluchte Witwe. Aber Kannerok muss es erfahren. Dieser Verfluchte. Dieses Himmelfahrtskommando war seine Idee. Und jetzt will er mich töten lassen. Kannerok muss erfahren, was hier geschehen ist. Ich muss mich um Garana kümmern, und zwar schnell. Wir unterhalten uns, sobald wir in Kannerok sind. Sprecht mit mir. Er geht jetzt wieder zurück, ne? Weil ich kann ja dann nicht damit ihm sprechen, weil ich die Leute ja beklaut habe, was total dämlich ist.
Obwohl, vielleicht vergessen sie es ja mit der Zeit. Das wäre natürlich optimal. Was haben wir denn hier? Ah, Macht 19 kann ich nicht ausrüsten. Guck mal, ob hier noch irgendwas kommt. Dass die Dolche wesentlich mehr Damage machen. Leute, ich brauche noch 3 Stück. Jetzt komme ich da nicht rein, ne? Genau deswegen habe ich immer noch die Chakrams dabei. Drei Stück für uns jetzt noch. Die müssten ja irgendwo noch hier auftauchen, denke ich mal. Ein Eichenstab, toll. Brauche ich jetzt auch. Ja, im Wald werden auch noch welche kommen, aber ich habe, glaube ich, auch noch nicht alle gelootet. Und wir haben aber die Karte schon komplett entdeckt. Da 2 Stück noch. Auf dem Kreis. Ach ja. Mal schneller hier. So. Riesenratte. Und da haben wir relativ viele von. Wir wechseln mal wieder auf die Dolche. Wie, kein Loot. Was soll denn der Scheiß? Oh, sagten sie. Dunkelheit im Sommer, das ist nicht gut. Also schuf ich eine Nacht. Oh, sagten sie zu Jolvan, seht doch nur. Also fand ich Katros. Oh, sagten sie, ihr habt kein Essen. Also brachte ich Wasser. Oh, sagten sie, ihr habt keine Häuser. Also ließ ich Bäume wachsen. Oh, sagten sie, ihr habt keine Musik. Also lachte ich.
So, gehen wir mal drüber und gucken, ob wir die dann mit denen reden können. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob die das irgendwie wieder vergessen. Speicher aber jetzt mal eben. Alter, der war jetzt auch fies. Der war mal richtig fies. Da komm, eine Giftdrüse brauche ich noch. Müsste ich aber alle haben. Ich habe jetzt mehr als genug. Habe ich den Stein da oben noch nicht angekrabbelt? Der Dampf des Sommers aus dem Wald. Wie ein Läufer in der Nacht. Oder gehauchtes Flüstern aus den Lippen der Liebsten. Geisterhaftes Blut aus dem Flussbett umhüllt unsere Körper mit Glanz. Der Nebel steigt auf aus dem Gras. Wir ergreifen diese schwebenden Bänder des Sommers und binden die Schönheit in unserem Werk. Da kann ich nicht durchlaufen. Spiel, was ist das für eine Logik? Einfach drüber klettern. Okay, ich kann noch nicht mit dem. Junge, du willst nicht gegen mich kämpfen? Hau ab. Ich mach dich platt. Du Wurm. Hallo. Echt auf die Schnauze haben? Ist das jetzt dein Ernst? Was habe ich euch getan? Lass mich nicht auf die Nerven gehen hier. Hau ab hier. Doch gar nicht. Nervensägen, ey. Wo kriegen wir denn jetzt ein Bett her? Gohard müsste eins sein. Hallo. Ist das nicht aufregend? Eine Feier, die wie ein ganz normaler Mensch im Dorf lebt. Endlich mal ein wenig Abwechslung. Einkaufen. Was haben wir denn bei euch? Was haben wir denn für eine Waffe? Ach, wir haben das Chakram gerade ausgerüstet. Auf bald. Oh, bei wem krieg ich denn hier ein Zimmer? Bei dem waren wir schon. Ach, ich weiß, wo wir uns immer kriegen. Was wollt ihr? Ich will, weiß ich noch nicht was.
War das im Sternlager? Nein, das war hier oben irgendwo. Da. Gucken wir mal, wenn wir mal eine Weile schlafen, ob das dann funktioniert. Wo ist er? Seid gegrüßt. Willkommen zurück. Ja, ich brauche... Was kann ich für euch tun? Der war das auch nicht. Lebt wohl. Hallo. Seid erneut gegrüßt. Was kann ich für euch tun? Gehabt euch kennst wohl. Jetzt? Für Händler sind die Gebrüder Worm nicht sonderlich gewitzt. Aber dafür gehabt euch wohl. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Da kann ich mich einfach da hinlegen. Ich habe sowas gar nicht. Ja, immerhin 18 Gold. Miete. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Von denen mit? Und wo pinnt ihr denn bitte alle? Wo ist denn der andere? Auf. Ne, Schildringsfeste will ich nicht. Im Entfernen, im Schleifen einkaufen. Nein, der war das auch nicht. Die Brücke. Ne, die waren das auch nicht. Den habe ich noch nicht entdeckt. Waren das nicht? Der war das auch nicht. Wer das? Nee, der war das auch nicht, war gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Irgendjemand hier müsste doch, glaube ich, immer angeboten haben für 300 Gold. Setzt euch. Das? Das ist das drei Lampen. Nun denn, ob Pest oder Donner, die Tür decke. Das hier ist das drei Lampen. Also ja, ist mir egal, ich versuche trotzdem Zimmer. Dörfler. Jetzt kann ich die Quest nicht abgeben, weil die das nicht vergessen haben. Ich vertraue darauf, dass Kester auf uns aufpasst. Hm. Ach, gar nicht. Wie geht es euch? Kann ich euch helfen? Rissberg, Waffen und Rüstungen, Schmied hier am Platze. Aber nichts, was ich mitnehmen würde. Und hier ein Schild. Ja. Bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Alsdann.
Kann ich ein Schild herstellen? Lass mal kurz herstellen. Magier, Schurke, Krieger. Ah, okay, viel mehr Komponenten für. Ne, es lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Wir haben aber auch keinen hier, der. Ja, der will ja, glaube ich, die Zutaten haben, ne? Kester und Cora. Das sind die Säulen. Ach ja, ja, das ist der Typ, der die Sachen haben will. Ich weiß nicht, dass hier nirgendwo so ein blödes Bett benutzen kannst. Kann ich euch helfen? Ja. Wollt ihr schmieden oder alchemistisch? Tätig sein? Ihr dürft gerne unser. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Nicht irgendwie warten? Gibt es da nicht so eine Taste, wo du einfach warten kannst? Aber dieser Ladebalken, das dauert immer gefühlt Ewigkeiten. Ich glaube, es gibt keine Wartetaste, ne? Es gibt keine Warten, ja verdammt. Ah, wie kriegen jetzt den Scheiß da hinten weg? Ich kann die Questen nämlich nicht abgeben. Jetzt zu finden, kann ich mal direkt ins Wasser springen. Ja, gerade bei der Pest kommen die Banditen, weil die Leute alle krank sind, dann wird der Handy eh ausgeraubt. Sack mit Sand. Haben wir hier Bücher beschaffen. Was bist du? Bruder Fallon ist also tot? Und ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Das bedeutet, dass Astrid früher oder später das Pestschild ausgehen wird. Ich kann sie damit versorgen. Das Dorf war nicht immer freundlich zu mir, aber vergessen wir das. Betrachtet es als meinen Olivenzweig. Es ist keine Hexenkunst, wie die Dorfbewohner glauben. Ich lese nur die Fäden des Schicksals und damit kommen eben einige nicht zurecht. Die mit dem Dorf, wo wir geklaut haben, wo die Leute uns angreifen. Anders als die meisten habe ich damit angefangen, als ich noch ein ganz kleines Mädchen war. Meine Mutter hat nämlich auch Schicksale gelesen und ich habe es gelernt, während ich auf ihren Knien saß. Ihr kennt diese Laus also? Ich auch, schon eine ganze Weile. Noch bevor die Schicksalsweberei eine derart brotlose Kunst wurde. Der gute alte Agat. Er hat mich davor gewarnt, was zu viel Wahrheit anrichten kann. Ich hätte besser auf ihn hören sollen. Leider bin ich seit geraumer Zeit jenseits des Sees nicht mehr willkommen. Bei meiner Ankunft habe ich einigen Dorfbewohnern die Zukunft vorhergesagt. Ihr Schicksal war eher unglücklich. Das wusste ich aber erst, als ich ihnen die Karten legte. Sie gaben mir die Schuld und brachen den Kontakt ab. Er war ein guter Mann und ein Freund. Er war gut zu mir, nachdem das Dorf seine Türen vor mir verschlossen hatte. Und hat mir viel von dem beigebracht, was ich weiß. Bis dann.
Und hier sollte ja auch irgendwo das Besondere sein. Aber wo ist das?